Die Frage ist immer, bist du ein Bewerter oder bist du ein Verwerter? Ein Bewerter sitzt hier und sagt, ach, das kenne ich schon. Ach, das war in dem Podcast. Ach ja, das habe ich schon mal von einem anderen gehört. Das ist der Bewerter. Der Bewerter, der sagt, ja, ist viel zu warm hier. Und ach, jetzt liegt schon wieder ein Flyer auf dem Tisch. Ach Mensch, die verkaufen jetzt. Das ist Bewerten. Und ich sag euch was, all diesen Kritikern wird niemals ein Denkmal gesetzt. Die, die immer nur bewerten, das sind die, die zugucken. Aber niemals wird einem, der zuguckt, ein Denkmal gesetzt. Niemals bleibt einmal der nur bewertet hat, in Erinnerung. Es gab mal einen Literaturkritiker, Reich Ranitzky. Ich weiß nur noch den Namen, weil der Name so komisch war. Reich Ranitzky. In 10 Jahren wird sich niemand mehr an den erinnern, weil er hat selber nichts Produktives hinterlassen. Er hat nur andere Werke bewertet. Wie willst du in Erinnerung bleiben? Als der, der bewertet hat? Willst du der sein, der nach einem Seminar sagt, ja, ich war da, aber so Massenveranstaltung bringt doch nichts. Und der hat nur verkauft und die Stühle waren unbequem. Ach, wir mussten so weit laufen, um was zu essen. Was willst du in Erinnerung behalten? Dass du die Veranstaltung bewertest oder dass du für dich sagst, das ist geil, das nehme ich mit, das passt super, das übersetze ich. Und dann triffst du nach einem Jahr jemanden wieder, der neben dir gesessen hat. Der eine hat nur bewertet und nichts nachher umgesetzt. Und der andere hat umgesetzt und wie hat sich sein Leben verändert. Bitte, lass uns mal kurz eine Übung machen. All die, die schon mal bei mir im Seminar waren, Vertriebsoffensive, Umsatzextrem, was auch immer, bitte steht einmal auf, bitte steht einmal auf. All die, die schon mal da waren, guckt euch um, bleibt stehen, guckt euch um. All die, hätte ich euch damals dieses Seminar nicht verkauft, wärt ihr heute kein zweites Mal da? Wären diese Seminare scheiße, würdet ihr jetzt nicht aufstehen, ihr wäret jetzt nicht hier. Alles beginnt damit, dass du irgendwann mal was verkaufst. Ich bin davon überzeugt, niemand im deutschsprachigen Markt macht bessere Verkaufstrainings als ich. Du musst einfach anerkennen, der zieht genau das durch, was er von anderen erwartet. Für Dirk ist völlig klar, dass er Geld verdient. Und das ehrt ihn. Wir haben Geschichte geschrieben, das gab es so noch nicht.